So, es ist die Bresche in den Altmauern, aber wir müssen zum Turm des Berges einmal zurück. Weil wir können unsere Truppen trainieren. Und dann kommen wir nämlich auch schon in die Stufe 9 hoch. So. Ist 75 der höchste Wert dann? Nee, für sowas verschwende ich den Kram da nicht. Ach, Moment. Ja, zeig mir, was hast du gefertigt. Wendrins Brunnen hast du was gefunden. Und halt noch lauter Rastkram. Athletik. Zweihänder. Wurfwaffen. Ich möchte die anderen gerne in der Magie lieber schulen. So, auf dem anderen Turm ist noch ein Gegenstand für mich. Aha, und da können wir keine weiteren Leute anwerben, in Ordnung. So, ein Händler, der sich auf leichte Rüstung spezialisiert hat. Turm des Sonnenuntergangs. Wir kommen. Dann gehen wir da zum Trainer für Frost beherrschen und Blitz beherrschen oder Feuer beherrschen. Das war dieser Neko irgendwas. Nikos das. Frost beherrschen, Blitz beherrschen so niedrig? Doof, wenn der dann ins nächste Level rübergeht. Who says you can't? Ja, ja, und du hast ein Level up, ich weiß. Verbesser dein Wissen, dann bist du nämlich auf 80. Das können wir da noch nicht machen. Plus 20 Leben beherrschen. Lebenskraft beherrschen. Plus 10% Magieverteidigung und Arkanverteidigung. Landtier umgibt das Ziel mit einer Blase, in welcher die Zeit gemächlicher verstreicht. Die Aktion und Bewegung des Ziels werden dadurch verlangsamt. Teach an old dog new. Genau, ansonsten mach Frost beherrschen. Dich müssen wir gleich bei jemand anderem trainieren. Tricks. So, jetzt habe ich mit meinem Hauptcharakter auch noch ein Level up. Wissen 90. Dann lerne ich mal den Chaosknall. Und sonst? Ja, bleibt noch die Dame. Wenn wir ganz kurz gucken, wo denn der ist.
Unterricht vom Blitz. So ein Schmied, der Eisenbarren zur Verfügung stellt. Oh, danke für einen Eisenbarren. So, das war die, die spezialisiert war, glaube ich, auf Eisenrüstung. Und du bist wahrscheinlich der, der auf leichte Rüstung spezialisiert ist. Erdhexenrobe, ausgezeichnet. Bluthundkapuze, plus 10 Genauigkeit. Handschuhe des Eidgebundenen. Stiefel des Weisen. Aber haben auch alle keinen Bonus. Graven Ash beschützt. Verzeih mir, Schicksalsbinder, ich finde das alles sonderbar. Stimmt etwas nicht? Pelagus klammert sich einen Moment lang an seinen Stab. Ich möchte niemanden beunruhigen, aber laut Kyros Erlass ist das Betreten der Türme verboten und erst recht zur Spitze von einem hinaufzusteigen. Möchtest du, dass ich dich entlasse? Auf keinen Fall, Schicksalsbinder. Ich möchte dir weiterhin dienen. Ich frage mich nur, damit ich vielleicht die... Er unterbricht sich kurz, als er damit kämpft, die richtigen Worte zu finden. Legalität verstehe. Kyros hat mir ausdrücklich die Autorität verliehen, um diese Türme für sie zu beanspruchen. Pelagus starrt dich an und blinzelt ein paar Augenblicke lang, bevor du sprichst. Entschuldigung, Schicksalsbinder, ich hatte keine Ahnung. Ich weiß zu schätzen, dass du das für mich klargestellt hast. Ich bin dir zu Diensten. Wenn deine Künste verfeinern willst. Steinbärschen, Lebenskraft beherrschen, Anthropie beherrschen. Kann keiner von meinen Leuten. Fatebinder wants Beastwoman? Nein, ich brauche dich gerade nicht. Ich glaube, auch wenn ich jemanden habe, der Bogenschießen lernen kann, muss das im anderen sein. Zweihandwaffen, Ausweichen und Athletik. So, reisen wir zum Turm des Berges. Das hätten sie wirklich ein bisschen besser machen können. Dass man nicht so viel rumklickt, sondern vielleicht nochmal zwischen den Türmen so ein kleines Fenster hat, wo man halt die unterschiedlichen Türme anklicken kann sofort. Ich bin immer jemand, ja, Usability, Usability an allen Ecken. Ach, da ist Einsam Reißzahn. Ach, die hat... Ja, die Rastdinger. So. App wäre ja auch zum Mitnehmen. Ich würde gerne üben. Wurfwaffen, Zweihandwaffen, das bringt mir auch nichts. Ausweichen bringt mir ja auch nichts. Also beziehungsweise doch, wenn ich mit Fernkampf angegriffen werde, müsste ich ja mit Ausweichen... Halt ausweichen können, ne? Aber... Dann halt so. Ich habe leider keinen Bogenlehrer. Ja, ruh dich aus auf dem Turm, das bringt noch einen Bonus. Und dann machen wir uns auf den Weg. Und wir werden uns auf den Weg machen zur Bresche der Altmauer und gucken, ob wir an den nächsten Turm rankommen. Good thing I keep a torsion wrench handy. Oh, guck mal, wer da steht. Der gute Mann. Achtung! Eine Bande von Kriegern der Ungebrochene nimmt Haltung an, als die Anführer deine Anwesenheit bemerkt. Der Hauptmann pfeift schrill, als du dich näherst, und seine Kameraden nehmen eilig Haltung an. Er wendet sich zu dir zu und blickt dich mit offener Art scheu an. Lauf nur mit eingekniffenem Schwanz davon, du Ungebrochen. Die Ungebrochenen dulden keine Einmischung durch nordländischen Abschaum.
Ich versuche, das Edikt der Stürme zu beenden. Wir haben ähnliche Ziele. Ach, tatsächlich? Also, wenn es nicht zu deinen Zielen gehört, Kyros Schergen zu erschlagen und das Nordreich in Flammen zu setzen, dann ähneln sie sich nicht genug. Er zieht seine Waffe. Angriffsposition, nicht weichen! Ich glaube, Verhandlungsgeschick ist nicht so gut bei mir. Ach so, umgibt mich mit einer Welle aus Magie. So, ich versuche hier mal direkt einzufrieren. Du kannst direkt versuchen, dich zu verstärken. Und du frierst den auf der linken Seite ein. Genau, mach mal da den anderen Pfeil hin. Und du wirst mal den da rechts festnageln. Im optimalen Fall. You got it. Ey, ihr Sauhunde. So, das war die Chaoskugel. Also du kannst die Kampfbindung lösen, dann schießt du mich von der anderen Seite im Blitz durch die durch. Du kannst auf dein Schild klopfen und du kannst nochmal Feuer legen. Am besten auf den Typen da hinten. Und jetzt gibt es von beiden Seiten Blitze. Das habe ich allen wehgetan. So, weg mit der geladenen Faust. Ja, manchmal macht es mich doch ein bisschen wahnsinnig, das Anvisieren der Leute. Eisenturm. Bum. Der erschütternde Strahl kannst du dann anwenden. Du wurdest gerade getroffen. Dann mach mal auf dich selbst hier das, Vitalität plus Stärke? Nee, Moment. Schleuder mein Messer ihm entgegen. So, die geladene Faust erstmal hat ihn weggeschleudert. Ist der Stab wirklich die beste Wahl gerade? Nein, versuch lieber den hier. You got it. Oh, er hat mich niedergeworfen, der Penner. Right. Let us take them together. Du machst das schon. What a rush. Schön. Da ist der untere gestorben. Er versucht gerade zu heilen. Vielleicht schaffen wir es noch vorher, Ärger zu machen. You got it. So, starke Erneuerung ist durch. Dann haben wir noch den Zauber, den Neugelernten. Wo ist er? Womit wir die Zeit verlangsamen können von dem. I'll omit that from the record. Aber ich glaube, ich habe verfehlt. So, heil dich mal selbst. Junge Dame, geh ruhig mit den Doppelklingen angreifen und du machst mal einen mächtigen Schlag auf ihn. Consider it done. Right. Und da brennt er. It's a hit.
Und es ist diesmal von ihm übrig. So wie sich das gehört. You got it. So, Doc, wenn du zauberst, dann wirst du beide töten. Oder auch nicht. Schöner Speer. I got it. Hieronymus, bin ich der Nächste? Der Weise deutet mit seiner Schreibfeder auf die Leichen der Ungebrochenen und beißt sich auf die Lippe, während er eine Notiz fertig zu Pergament bringt. Ich wollte euren Streit nicht belauschen, aber nun, da ich Zeuge geworden bin, ist es meine Pflicht, ihn aufzuzeichnen. Er rollt einen Bogen Pergament in eine dicke Röhre in seinen Händen. Komm und zerstöre die Aufzeichnung, wenn du musst. Aber ich warne dich, die Weisen haben ein langes schriftliches Gedächtnis. Ich heiße Prue, vergiss nicht, das zu erwähnen, mehrfach. Die langen Daunen seiner Schreibfeder tanzen im Rhythmus des rasanten Gekritzels des Weisen. Oh, ja, ja, ich werde so viel berichten, wie ich es mir notieren kann. Und schreibe hinein, dass ich den Rest der Ungebrochenen noch aufspüren werde. Sein Gesicht erröte und er lächelt, während er sein Pergament hektisch ergänzt. Ist notiert. Und wie kann dieser bescheidene Diener der Schrift dir helfen? Er fährt sich mit den Fingern durch die Haare und steckt sich seine Schreibfeder hinter die Ohren, hinter das Ohr. Wir beide suchen Gegenstände in jenen Altmauern. Ist das richtig? Ich suche nach einem standhaften Abzeichen. Sag mir, was du weißt. Artefakte sind faszinierend, nicht wahr? Und die Militärgeschichte des unbeugsamen Landes steckt voller Sage und Legenden über sie. Das standhafte Abzeichen war in jeder Schlacht der Ungebrochenen deutlich zu sehen, in der Regent Asbjorn kämpfte. Mit den Jahren wurde es weithin berühmt. Seiner Anwesenheit allein werden zahlreiche wichtige Siege zugeschrieben. Es liegt im Inneren, aber keine wertvolle Entdeckung ist ohne Gefahr. Die Ungebrochene und ich wollten einige interessante Relikte aus dem Altmauern bergen, doch ein Schwarm Plagen hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gelegentlich sieht man solche Risiken. Während meiner Ausbildung in der Bibliothek trug mir ein hochrangiger Gelehrter auf, die Ratten aus dem Keller zu verjagen. Einige dieser verfluchten Biester hatten die Schwänze verknotet und er verstummte und schauderte. Sagen wir einfach, was hier geschehen ist, war ebenso schlimm. Wir haben bei unserem ersten gescheiterten Versuch, in die Altmauern einzudringen, einen Kristall gefunden. Ich habe solche bearbeiteten Kristalle schon öfter gesehen, aber mit dem, was wir nicht über sie wissen, könnte man eine Bibliothek füllen. Hieronymus hebt einen zitternden Finger. Leider wurden wir von Grigors Männern getrennt, als wir angegriffen wurden, und einer der Soldaten hat den Kristall noch immer. Seine Leiche, um genau zu sein. Wo ist die Leiche? Ein kurzes Stück südöstlich der Bresche, aber sei vorsichtig, diese Geschöpfe sind vielleicht noch immer auf der Jagd. Und wozu soll der Kristall gut sein? Es scheint eine Art Schließsystem in den Altmauern zu gehören. Wenn wir doch nur in der Lage wären, etwas so Ambitioniertes nachzubauen wie die Erbauer dieser Mauern. Er schreckt aus seinem Tagtraum hoch. Wie dem auch sei, du brauchst den Kristall, um in die unteren Ruinen zu kommen. Oder beziehungsweise diese zu erforschen. Und wie lauten die nächsten Schritte? Sobald du den Kristall hast, kannst du über die erste Kammer hinausgehen. Angesichts unserer gescheiterten Versuchs verstehst du bestimmt, warum ich zögere, die Altmauern erneut zu betreten. Meine Schreiberin Yavala hat es sich nicht überlegt, das arme Ding. Ach, hat es nicht überlebt. Ich beantworte gerne alle deine Fragen, doch vermutlich kannst du mir deutlich mehr von Interesse berichten als ich dir. Was suchst du in den Altmauern? So, er sucht natürlich nach Erleuchtung und nach den Steinen und die Skizzen und die Glyphen, die er gefunden hat. Je mehr wir von den Steinen finden, desto mehr Gemeinsamkeiten in den Sigillen finden wir vielleicht auch. Irgendwann hoffen wir, so die Sprache der Altmauern zu entschlüsseln. Wer weiß, was wir dadurch erfahren können. Es geht nur langsam voran, eine tote Sprache ohne lebenden Zeitzeugen zu enträtseln. Ist ein Quell großer Frustration. Es ist keine leichte Aufgabe, aber ich bezweifle, dass Tunon Narren zu Schicksalsbindern macht. Ich
könnte jemanden mit deinem... Moment, mit deinem Schneid brauchen, der sich in die Altmauern wagt. Was springt für mich dabei raus? Für dich? Er blickt skeptisch drein, das Kinn auf seine tintenbefleckte Hand gestützt. Ich will ein Exemplar von einem deiner arkanen Texte. Welch eine dreiste Forderung. Seine Augen weiten sich überrascht, bevor sich ein Lächeln auf seinem Gesicht breit macht. Aber du hast einen erlesenen Geschmack und es wäre mir eine Ehre, wenn ein Schicksalsbinder eines meiner Manuskripte kommentiert. Wenn du mir hilfst, bezahle ich dich in der Zukunft mit etwas, was nur für dich gebunden wurde. Ich werde darüber nachdenken. Was ist mit dem standhaften Abzeichen? Für das ungeschulte Auge ist es einfach nur Tand. Aber jeder Erstregent hat dieses Zeichen in der Schlacht mit sich geführt, lange bevor die Ungebrochenen sich diesen Namen verdient haben. Ich bin mal kurz ein bisschen hier am Durchspringen. Was kann man vom Rostmustern ablesen? Gewesen sein, aber sicher wissen wir es erst, wenn wir es nachgesehen haben. Kannst du eine Botschaft für mich übermitteln? Im Moment nicht, er hebt instinktiv den Arm. Seine mit einem Handschuh bekleidete Hand leicht über sein Ohr gehoben. Den Arm gebeugt, um eine Ladefläche für einen Vogel zu bieten. Landefläche, meine Güte. Ich sollte einen Break machen. Er blickt gen Himmel und sucht einige Augenblicke lang blinzend die Wolken ab. Meine Taube aus Sunder trägt gerade ein anderes Sendschreiben. Wenn sie zurückkehrt, ist vielleicht noch Platz für ein oder zwei Nachrichten an ihrem Fuß. Was erwartet mich dort drin? Das Schlimmste natürlich. Die Altmauern sind voller arkaner Kreaturen, die willkürlich und ohne Vorwarnung angreifen. Meine Kollegen können nur raten, was sie sich oder was für mögliche Nahrung, falls vorhanden, sie in den Altmauern finden. Wenn du eine solche Kreatur siehst, wäre es jedoch höchst unratsam, sie darauf anzusprechen und um eine Klärung der Frage zu bitten. Was kannst du über die Altmauern sagen? Ich könnte ganze Bände sprechen, Schicksalsbände, aber ich werde zusammenfassen. Die Altmauern stammen aus der Zeit, bevor die Stufen besiedelt wurden. Diese Passagen durchziehen die Landschaft kreuz und quer und die meisten braven Leute halten sich von ihnen fern. Kyros Gesetz verbietet es, sie zu betreten. Das war für uns zwar nicht immer ein Problem, aber selbst wir müssen zugeben, dass es ratsamer ist, sich nicht in die Altmauern zu wagen. Entdecker haben darin alte Kunstwerke gefunden, Überreste von Begräbnissen und anderen Relikten einer Zivilisation, die älter ist als die unsere. Die meisten aber finden in den Altmauern nur eines, einen schnellen Tod. Ihre jetzigen Bewohner sind nämlich unmenschliche Raubgeschöpfe, Kreaturen von arkaner Macht, die sich offenbar im Nebel fortbewegen. Das wäre alles. Leb wohl. So, ich sammle mal eben kurz noch ein bisschen was ein, was hier so rumliegt. Will do. Hol die Steine, ist Hieronymus zurück. Das machen wir sehr gerne, sobald es soweit ist. Weinende Wunde, ausgezeichnet. Grabesleuchtend. Oh, wie eine Zweihandwaffe. Bei kritischen Treffer mit Waffe ist die Gegner 8 Gesundheit entzogen. Ständig finde ich nur Zweihandwaffen mit Bonussachen. Naja, hier mache ich erstmal einen Break. Wir hören uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht mit Tyrannie und dem Finden des dritten Turms und den Altmauern und die Steine der Erleuchtung. Bis dahin, ciao, euer Doc.